Willkommen zurück bei Mafia. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir sind immer noch in der Bar und klappern gerade Informanten ab, um ein bisschen was herauszubekommen wegen Frank. Was echt schade ist, dass der uns hintergangen hat, oder anscheinend ja hintergangen hat, hat die Bücher von unserer Morellos Bar, der Sayeris Bar geklaut. Und das Problem ist halt... Ja, erstmal ausmachen. Das Problem ist halt, wenn Frank alles offenlegt, dann ist Sayeri oder wir voll am Poppes. So, ich überspringe für euch wieder die Fahrt, damit sich das nicht so lange zieht. Mein Auto fährt, sich die Haare stylt. Hier ist es wohl. Oh, sieht aber schön aus. Zu dem Häuschen würde ich auch nicht nein sagen. Oh Mann, Frank, was hast du getan? Ach, jetzt muss ich auch noch hinterher fahren. Zeig mir diese Geschäftsbücher, Frank. Mal schön auf Abstand bleiben. Aber nicht zu weit. Sonst verlieren wir die bestimmt wieder. Jetzt machen wir ihn hier auf Detektiv, ja? Leute, wir schon haben kein Recht. Wohin bringen sie dich wohl? Das ist eine gute Frage, das würde ich auch gerne wissen. Mal versuchen heimlich nicht zu nahe kommen, sonst bin ich wieder auffällig. Ich fahre überhaupt nicht auffällig hinter euch her. Wo wollt ihr bloß hin? Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Ma'am. Hotel Corleone nach dem Gasleck wieder geöffnet. Holen Sie sich die Zeit. Gasleck, war das nicht der Puff? Das Bordell, was wir gesprengt haben. Lost Heaven Journal. Ah, hier wird die Zeitung gedruckt. Muss zu irgendeinem Treffen sein. Ja, die werden ihn vielleicht jetzt schon, die werden schon irgendwas ahnen und den vielleicht schon in Sicherheit bringen oder sowas. Bevor wir kommen. Ja, wir lassen sie erstmal durch. Überhaupt nicht auffällig war, wenn ich hier hinten stehen bleibe. Doherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the cannons would have it. Here we go. Doherty facing down Smith. Fastball and strike. Das ist ja keine Musik, die kann ich vielleicht mal notfalls nebenbei ein bisschen laufen lassen. Oh my goodness, it's fair to say Doherty looks a little spooked. He was convinced he had it. His body language tells the tale. Smith remains cool under pressure, not a flicker of emotion on his face. He winds up. Scheiße. Sie bringen dich zum Flughafen, Frank? Ich würde sagen. Ja, siehst du, die wollen ihn schon wegbringen. Sie doch aus dem Land fliegen, wa? Lost Heaven. Hope to see you soon. Polizeikontrolle, wa? Jetzt kann ich ein bisschen schneller fahren, sonst sind die gleich weg. Gib Gas. Oh, nun gib doch mal Gas da vorne. Bin ich wenigstens nicht auch so auffällig hier auf dem Abstand oder in dem Abstand. Narzt ein bisschen unser Kfz hier, wa?
Punkt Quatschsender. Yeah. Ja, werde ich ja mal sehen, ob ich dann da mal ein bisschen Stress mit YouTube kriege, wegen dem Sound, der dann zwischendurch immer mal wieder lief. Gott, sie bringen ihn ja, in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut. Oh, mit Polizei. Parke dein Auto an einem versteckten Ort. Ja, das sieht mir doch versteckt genug aus. Nur ein Herr, der gerade irgendwo sein Auto abstellt. Oh, Entschuldigung. Muss so. Oh, was? Wir haben es aber ordentlich Ey, ich habe hier extra rückwärts eingeparkt, ja? Finde heraus, wo Frank... Wer sind diese Leute? Das FBI? So ein Typ hat mir eine Marke gezeigt und mich rausgeholt. Ich da einfach durch? Ja, war. Hallo, die Herren. Hey, Kopf, wie lange dauert das noch? Was? Runter, runter! Er hat eine Waffe! Ja schon, ich gehe ja schon. Alter, wie aggro bist du denn, du? Die Flüge werden abgesagt, da bin ich mir sicher. Wenn wir uns mal durch den Wald schleichen, wa? Ach, jetzt mache ich das mit Controller. Wartet mal, ich steig mal wieder auf meinen... Ach, so. Frank wurde ja da, nee, da oben rein, nur. Ich hab hier ein Problem. Nee, habt ihr nicht. Ich bin ja schon weg. Ich bin schon weg. Ich darf echt nicht zu nah an die Bullen rankommen, wa? Alles gut, ich hab nichts getan. Oh, ey, was wollt ihr denn hier von mir? Ach Leute, wisst ihr was? Sneaky ist anscheinend nicht so meins. Na dann, du, dann probieren wir das jetzt mal kurz und knapp hier. Oh, Entschuldigung. Eigentlich wollte ich mich... Könnt ihr nochmal bitte beim Auto starten? Ich wollte eigentlich heimlich rein und nicht hier mit Großkaliber. Gut. Fällt mir schon besser. Neuer Versuch. Wo haben sie Frank hingebracht? Überall ist die Polizei. Durch den Haupteingang kommen wir nicht rein. Wir müssen hier irgendwie sneaky durch. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus hier. Willst du auch andere Klamotten anziehen? Das wäre mal geil. Wie gesagt, das wäre wie bei... Hab gehört, die Feds übergeben irgendeinen Typen, bevor er ausgeflogen wird. In der Zivilmaschine. Oha. Hier keine.
Hier ist keiner. Lass ihn nicht durch! Ach Mann. Ah, ich dachte, ich kann den auf Q hinterrücks ein bisschen umhauen, aber das hat nicht ganz so geklappt. Ich muss mich erstmal orientieren, wo ich jetzt hier überhaupt hin muss, ey. So, aber der Eingang wäre schon mal gar nicht mal so doof. Probieren wir es dann nochmal. Steht ja schon wieder so inne. Ach, die kann man einsammeln. Oh, sag das doch. Mystery Fox entdeckt. Oh, warum sagt denn das Kind? Dann hätte ich doch den bei Ralph auch eingesammelt. Mann, Mann, Mann. Gucken. Warum mischen die Fans hier mit? Hier irgendjemand? Da ist Polizei. Ich wäre überall niemals hier. Mich hier oben noch irgendwo. Oh, 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 oh. Können wir den heimlich umlegen? Oh, bitte. Wir haben es bisher geheim gehalten. Machen wir es unauffällig und hauen wir ab. Ich dachte, der geht jetzt. Bei denen umlegen können? Die Feds übergeben irgendeinen Typen, bevor er ausgeflogen wird. In der Zivilmaschine. Nicht das rückartig zu zeigen. Wartet, wegen einer Ratte wie dir. Steig in den Wagen. Ich dachte, ich kann ihn jetzt abknallen, aber kann ich gar nicht. Und wie geht's weiter? Wenn Morello uns die Bücher gibt, nehmen unsere Prüfer sie haarklein unter die Lupe. Der Typ wird. Ja, aber machen Salieris Leute sich nicht aus dem Staub, bis wir fertig sind? Darum nehmen wir sie mit und decken sie mit erfundenen Anschuldigungen ein, damit sie so lange in Haft bleiben, bis sich das Blatt wendet. Da wird's hoch hergehen vor Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Korruption, Schmuggel, Prostitution, alles aufzuzählen, würde zu lange dauern. Wir schreiben Geschichte. Aber das Ding ist, ich glaube, unten lang wäre ein bisschen dämlich jetzt. Mich hier vielleicht irgendwo lang? Einfach nur nach unten. Das Ding ist jetzt, ich weiß auch nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, ein mächtiges Badaboom zu machen. Park hier, na klar, parke bitte hier und ich knall euch alle weg. Mal, was sagt ihr, soll ich es einfach mal probieren? Das ist zu Rambo-mäßig wieder, da geht doch wieder irgendwas schief. Musst du hier rüber? Doch nicht. Vielleicht müssen wir doch runter. Oh, oh. Ah, jetzt habe ich es doch wieder verkackt, oder? Noch, ich muss zum Flieger. Bis der Gefangene abgehoben hat, schätze ich. Nein, viele von denen sehen nicht wie Bullen aus. Ja, ich muss noch kurz probieren, ob ich die Waffe noch wegstecken kann. Mach das mal. Lass mich jetzt hier hinstellen. Ist das dein Kopf? Hallo. Hier liegt da noch irgendwas offen.
hier wäre ich auch reingekommen wahrscheinlich. Aber hier kommen wir nicht raus. Oh, Schande. Entschuldige bitte. Ja, ist doch okay. Mach mal keinen Stress. Oh, die stehen alle auf der anderen Seite. Super. Setzen können. Findet ihn. Geht natürlich nicht. Ich kann mich nicht einfach in die Karren setzen. Boah, Granaten, ey. Ich werd bekloppt. Oh. Oh, jetzt kommen sie. Die Frage Thompson? Nee, komm, das Repetiergewehr finde ich gerade gut. Wobei bei der Masse, die dann wahrscheinlich noch alles kommt hier, ey. So, jetzt gehen wir trotzdem noch ein bisschen sneaky hier lang irgendwo. Letzter Schuss mit dem Ding, ey. Jetzt muss ich mir mal eine Schrothöhne gehen. Okay, okay, okay. Boah, die Bullen kommen jetzt auch noch dazu. Ich werd doch... Hasch mich, ich bin der Wind, ey. Wo, 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 wo? Oh, was? Ach, Mann, oh, jetzt habe ich mich da so toll vorgearbeitet.
Hätte gab es jetzt einen Kontrollpunkt bestimmt oben da auf dem Balkon. Und einfach straight durch ist blöd, da kommt zu viel auf einmal. Ja. Ach, guck mal, was steht denn da? Ist das Hallo? Kann ich es nicht nehmen? Halt. Oh, ich hätte nachladen müssen. Weg, 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 weg. So. Die Frage ist noch irgendwie in der Nähe. Gucken mal, in die Richtung können wir doch noch ein bisschen gucken. Ja genau, komm mal kurz hoch, dann können wir dich nämlich auch schon mal im Voraus ausschalten, bevor wir uns dahinter schleichen. Hallo? Nice. Oh, 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 oh. Ach so, du, mein Freundchen. Ey, dass du das überlebt hast, ey. Na los, komm hoch jetzt. Geht doch. So, die Mehrheit ist, denke ich mal, down. Ganz hinter zur Halle kann ich jetzt noch nicht gucken. Naja. Aber wo ist er denn? Ach, da. Life ist jetzt auch schon wieder ein bisschen. Aber oh, echt jetzt. Money alle. Na, wechselst du mal kurz die Waffe? Dankeschön. Müssen uns mit der wieder ein bisschen. Was ist auch alle? Alter, wollt ihr mich verkackeiern? Na gut. Müssen wir uns wohl andersweitig eine neue Waffe holen hier. Granaten, Molotov, Granaten, Molotovs. Die muss ich behalten. Halt, 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 Moment. Ihr habt doch wieder Muni, das ist doch gut. Oder hätte ich jetzt das Scharfschützengewehr behalten müssen, wa? Wow, 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 wow. Warte mal, da drin gab es dann noch ein Medikit. Müssen wir uns mal holen jetzt hier.
Gib mir das. Was kann er hier nochmal in den Rücken schießen, ey? Die Karte wird doch hier innen angezeigt. Du hast ja was Feines für mich hier mit Fernrohr, ey. Du läufst nie wieder, mein Freund. Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben. Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, Marge! Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Gottverdammt, Frank.
das nicht mal ein Fehler war. Hol die Geschäftsbücher aus der Bank. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Wie lange wird es dauern? So ist es. Es dauert so lange, wie es dauert. Toller Tag, was? Aha. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ach klar. Warte mal, ich muss mir mal kurz den Heft mopsen. Hab's noch nicht gelesen. 5 Cent kostet so ein Ding. Guten Tag. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte, folgen Sie mir. Oh, hat er das schon geahnt, sag ich mal? Also, na gut. Ja, warte mal, ich... Darf ich da rein? Irgendwas ist hier doch. Das ist über uns. Okay. Wir gehen dem Herrn mal hinterher. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Machst meine Jungs nervös, Marco? Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, ein Junge. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Errungenschaft freigeschalten. Überall Ratten. Ja, das war's an der Stelle auch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.